Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Tja, ich hatte mir dieses Wochenende ruhiger vorgestellt. Jetzt produziere ich schon das zweite Video an diesem Samstag. Die Rechnung für die Überstunden habe ich mich entschieden, werde ich an den Westdeutschen Rundfunk schicken und Sie ahnen warum. Dieses Video, das seit zwei Tagen kursiert, das einen richtigen dicken Shitstorm verursacht hat, völlig zu Recht muss ich sagen, das wurde ja vom WDR runtergenommen, dann gab es eine Erklärung, da hat man gesagt, wegen, Zitat, unerträglicher Reaktionen habe man sich gezwungen gesehen, das Video zu löschen. So, und jetzt macht der Sender auch noch einen Vorwurf an das Publikum, anstatt sich einfach mal still zu verhalten oder vielleicht doch eine noch bessere Erklärung abzugeben. Der macht nämlich aus der ganzen Sache einen Vorwurf ans Publikum. Ja, jetzt sind die Reaktionen unerträglich und deswegen muss man sich so verhalten. Der WDR hat dieses Video also runtergenommen und hat dann versucht, sich aus der Affäre zu ziehen mit dem Hinweis, es habe sich ja um Satire gehandelt bei dem Lied des Dortmunder Kinderchors. Ich frage mich übrigens, seit wann Kinderchöre zur Grundversorgung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehören. Aber zum Programmauftrag, das weiß ich auch noch nach 12 Jahren ARD, bei der ich mal war, ist es ja so, dass man für den Zusammenhalt der Gesellschaft auch aktiv sein muss durch das Gesamtprogramm und das Engagement. Und genau das ist hier nicht der Fall, wenn jung gegen alt aufgewiegelt wird, wenn die Gesellschaft gespalten wird. So, und jetzt wird auch noch nachgelegt, was für mich beweist, dass das mit der Satire nicht ernst gemeint ist, sondern dass hier wirklich giftige, böse Ideologie hinter dem Tun steckt. Danny Holleck, ein Mitarbeiter des WDR, ich zeig's Ihnen gleich noch, der schrieb auf Twitter, lass mal über die Großeltern reden von denen, die sich jetzt über Umweltsau aufregen. Eure Oma war keine Umweltsau, stimmt, sondern eine Nazi-Sau. So, das kommt jetzt noch hinterher. Und hier sehen Sie im Screenshot, das habe ich von der WDR-Webseite gemacht, zu der Sendung Aktuelle Stunde. Da stellt man das Team der Sendung vor, unsere Redaktion heißt es da, und dann können Sie, so in der dritten, vierten Zeile war das, glaube ich, das Bildchen und den Namen von Danny Holleck sehen, das ist der mit der Nazi-Sau. So, und da kommen natürlich die entsprechenden Reaktionen aus dem Publikum. Nach der Beleidigung unserer Oma als Umweltsau werden sie nun auch noch von einem WDR-Mitarbeiter als Nazi-Sau bezeichnet. Ich hoffe nur, irgendjemand hat Eier und berichtet darüber. Liebe. Und jetzt werden eine ganze Reihe von Mainstream-Zeitungen adressiert. Mal sehen, ob die sich dazu wirklich dann äußern. So, und dieser Danny Holleck, dem haben natürlich viele Leser, viele Twitterianer und andere Teilnehmer und User in den sozialen Medien geantwortet und haben gesagt, meine Oma, soweit ich mich erinnern kann, die ist mit einer Jute-Tasche einkaufen gegangen, die hat Fleisch nur einmal in der Woche gehabt, die ist nicht geflogen und viel gereist und so weiter und so fort. Die war keine Umweltsau. Da wird also plausibel und durchaus sehr ernst und bestürzt im Ton auch von den Teilnehmern reagiert auf das, was da kam beim WDR. Und dieser Danny Holleck, der hat nichts anderes zu tun, als zu schreiben, wo genau habe ich eine Generation pauschal als irgendetwas bezeichnet. Und das ist so typisch für die Übertreibung, die man auf der linken Seite in diesem Land sieht. Die Reaktion ist immer entweder, ja, war ja nur Satire, oder ich weiß von nix, wo habe ich denn jemanden beleidigt? Tja, so, und wenn man das jetzt mal zusammenfasst, was das auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedeutet, der sowieso in der Defensive ist in unserem Land, zu Recht, wenn ich allein nur an dieses langweilige Uraltprogramm mit 1000 Wiederholungen über die Weihnachtsfeiertage denke, dann kann man nur sagen, in Großbritannien versucht Boris Johnson jetzt die BBC zurechtzustutzen, in Deutschland erledigen das die Öffentlich-Rechtlichen für sich selbst oder in eigener Sache sozusagen. Da kann man nur sagen, ihr seid so dämlich. Dann gibt's hier noch eine Reaktion, das musste ja kommen. Jetzt schreiben auch die ersten Teilnehmer auf Twitter zum Beispiel ihre eigene Version dieses Uralt-Songs »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad«. Hier heißt zum Beispiel »Meine Oma sammelt Pfandflaschen von Lidl, vom Lidl, vom Lidl« und unten drunter dann »Meine Oma ist eine arme Rentnerfrau« und dass das nicht Satire sei, sondern ganz
bittere Realität. Aber wie gesagt, die können es nicht lassen beim WDR oder insgesamt auch in den Öffentlich-Rechtlichen, schätze ich mal. Jan Böhmermann hat sich zu Wort gemeldet. Ich zitiere: Ihr kleinen Umweltsäue würde doch ohne mit der Wimper zu zucken einen Kinderchor alle 3 Strophen des Deutschlandliedes singen lassen, und zwar nicht zum Spaß. Warum zieht dieser Mensch das Deutschlandlied heran? Hier geht es nicht um links und rechts, hier geht es um Leute, die noch Anstand haben und die, die ihn nicht mehr haben. So, dann muss man auch sagen, in den vergangenen Tagen ist mir das ganz bitter aufgestoßen, nicht nur im Zusammenhang mit diesem WDR-Song oder dem Kinderchor. Es gibt einfach sehr giftige, dicke Giftspritzen von Leuten, die sonst eigentlich zu denen zählen, die immer nur die Rechten bezichtigen, Hassrede zu üben oder aggressiv zu werden oder die Republik zu bedrohen. So weit gehen ja die Vorwürfe teilweise. Hier zum Beispiel Jürgen Kasek: In Aue ballt sich morgen wieder der braune Volksmob, angeführt von Nazis, um sich zu beschweren und zu hassen. Wird Zeit für die nächste Strafexpedition ins kalte Land. Strafexpedition. Ich weiß nicht genau, wie es gemeint war, aber das klingt sehr nach Gewaltanwendung. So kam das bei mir zumindest gleich als Assoziation. Gemeint ist dieser Vorfall am Heiligabend, als ein ehrenamtlicher Gemeinderatsmitarbeiter in Aue niedergestochen wurde. Und dann hat die NPD, war das, glaube ich, eine Demonstration angekündigt. Die Kerle will ich auch nicht in meiner Nachbarschaft haben oder auf der Straße irgendwo. Aber Strafexpeditionen anzukündigen, das, liebe Leute, das ist Hassrede, wie man sie eigentlich immer der anderen Seite vorwirft. So, hier noch eine Reaktion vom Volkskorrespondent: Ein Leipziger Rechtsanwalt und Grünen-Funktionär, das ist der mit der Strafexpedition, nennt Menschen in Aue 2812 Volksmob und droht mit Strafexpeditionen. Wann wird hier endlich der Verfassungsschutz tätig, um diesen Hetzern und Gewaltdrohern das Handwerk zu legen? Ja, das frage ich mich auch. Wie viel und wie dick muss man denn auftragen im Internet, um da auch mal Reaktionen zu sehen vom Staatsschutz oder von wem auch immer? So, hier Frank: Ein grüner Stadtrat kündigt öffentlich eine Strafexpedition in Sachsen an. Mal abgesehen von dem unsäglichen Nazi-Vokabular, ich hoffe, die Polizei behält die Sache gut im Auge. Das hoffe ich auch, und ich will dann auch hören, was passiert. So. Hier kommt auch noch eine Reaktion von Silas Hohenstein: Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Der zitiert also diesen berühmten Satz aus dem Song, der aus dem Internet wieder entfernt wurde vom WDR. Unfassbar, so sieht Comedy beim öffentlich-rechtlichen Staatsfunk aus. Das passt zu dem Spruch vom Fridays for Future: Wann denn die Alten endlich abtreten? Genau daran habe ich mich in den letzten 2 Tagen auch erinnert gefühlt. Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein, die sind doch eh bald nicht mehr dabei? Das war der umstrittene Satz, und dafür hat man sich ja auch bei FFF entschuldigt, aber er steht halt im Raum, das Internet vergisst nicht. So, Philipp Plickert: Beschimpfung der älteren Generation. Da kommt jetzt eine wichtige Feststellung, scheint in Deutschland gerade in zu sein. Entweder alter weißer Mann oder Umweltsau-Oma. Es ist zum Kotzen, hat was von Maos Kulturrevolution, jetzt im ökosozialistisch anti-westlichen Mäntelchen. Ja, genau darum geht's nämlich. Da wird so eine Art Kulturrevolution ausgerufen, und das stellen auch andere Teilnehmer auf Twitter zum Beispiel fest. Hier Winston: Exakt, die neue Kulturrevolution im maoistischen Stil ist im Anmarsch. Kinder und Jugendliche werden als Sturmtruppen gegen die ältere Generation in Stellung gebracht. Das ist keine Satire, sondern kühl kalkulierte Absicht. Wie hat Olaf Scholz schon 2002 im November zur Welt gesagt? In einem Interview, das kann man ganz leicht googeln, wenn man eingibt: Kinderbetten, Lufthoheit, Scholz und Welt. Er hat gesagt: Wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten gewinnen. Das ist genau das, was dahinter steckt. Hier wurden und werden Kinder instrumentalisiert, auch wenn der WDR diese Kritik nicht sehen und nicht akzeptieren will. So, und jetzt kommt eine gute Zusammenfassung von der ganzen Sache. Klasse, läuft, schreibt Josef Redl. Die Generationen beschimpfen sich untereinander als Boomer und Umweltsau. Genau das, was Politik und Medien erreichen wollen. Die Spaltung der Gesellschaft geht nun auch nicht mehr nur
zwischen links und rechts, sondern auch zwischen alt und jung, teile und herrsche. Genau darum geht's. Die wollen, dass wir uns an den Kragen gehen gegenseitig. So, und nach all dieser Hassrede und diesen wirklich unappetitlichen Behauptungen und Beschimpfungen und Zitaten kann ich Ihnen nur noch einen kleinen Hinweis geben. Ich hatte gestern für unser jüngstes Video geworben auf Twitter und habe geschrieben, die Deutschen müssen ... Das war die Überschrift zu diesem Video, wie das politische Pflichtenheft sich aufbläht. Unser neuestes Video wurde gerade hochgeladen. Natürlich hat bei Twitter, als dieser harmlose Text denunziert wurde, gesagt, da können wir nichts anmerken. Wir haben den gemeldeten Inhalt untersucht und können keinen Verstoß gegen die Twitter-Regeln oder deutsche Gesetze feststellen. Ja, aber wegen so einem harmlosen Text oder Tweet wird man dann denunziert und dann gehen auf der anderen Seite Leute durch, die ganz kollektiv Omas als Umweltsau oder als Nazisau betiteln. Das ist einfach unfassbar. Wie soll das weitergehen in dem Land? So, jetzt habe ich noch ein Blatt, einen Screenshot übersehen, den ich auch gemacht hatte. Den finde ich wichtig und den will ich noch anhängen. Das ist nämlich eine gute Nachricht. Die eine gute Nachricht rund um dieses Aufregerthema jetzt von diesem Wochenende. Hier schreibt ein Teilnehmer, Johann F., Zitat, es gab noch so viele Menschen mit Anstand, dass der WDR damit nicht durchkam. Wichtige Botschaft, prima, gut so. Es müssen noch viel mehr werden.